und herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T. Heute zu einem spannenden und schönen Thema, und zwar das Thema Trainingspartner. Trainingspartner im Kraftsportbereich. Was sagt ihr dazu? Trainingspartner, ja oder nein? Das kommt darauf an, wie ich persönlich gestrickt bin, und das kommt darauf an, was ich erreichen möchte. Und zwar, wenn es darum geht, Körperfett abzubauen, muss ich jetzt nicht unbedingt, also wenn ich eher im Kraftausdauerbereich bin, wenn die Gewichte etwas leichter sind, wenn ich mich hier im Maximalkraft, im Bereich der Kraft nicht voll ausloten muss, kann man das natürlich auch gerne alleine machen. Zu zweit geht natürlich auch. Ist kein Problem, aber im Aufbaubereich, das heißt, wenn ihr dabei seid, Muskelmasse aufzubauen, oder zumindest ihr habt es vor, ihr wollt das Ganze erreichen, dann ist es nicht schlecht, wenn man einen Trainingspartner hat. Und jetzt ein ganz wichtiger Tipp: Wenn der Trainingspartner dann auch noch ein bisschen stärker ist, wie ich selbst, dann ist es immer zum Vorteil, weil dann unter Männern, wir wollen doch immer besser sein wie der andere. Somit ist natürlich unser Zugpferd gut, wenn wir ein Zugpferd haben. Gut für den etwas Schwächeren, schlecht für den etwas Stärkeren. Was auch wichtig ist, als Trainingspartner sollte man sich nicht ganz so gut verstehen, sondern man sollte seine Klappe halten und sollte sich aufs Training konzentrieren. Und ich habe einfach erlebt, dass Personen, die sich zu gut verstehen, dass die einfach auch im Training den Fokus verlieren. Das heißt, im Trainingsfokus, da wird zu viel geredet, wird abgelenkt. Wenn man im Training ist und man trainiert, jetzt kommt's, leistungsorientiert und möchte Fortschritte erzielen. Ich rede hier nicht von einem freizeitorientierten, gesundheitsorientierten Training. Das ist was anderes. Oder das kann jeder gestalten. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ich möchte durch mein Krafttraining meinen Körper verändern. Ich möchte einfach nicht mehr bei 1,80 Meter 56 Kilo wiegen. Ich möchte nicht aussehen wie eine Luftpumpe, sondern ich möchte einfach hier Muskelvolumen aufbauen, dann ist es ganz gut, wenn ich einen Trainingspartner habe, der mich motiviert und nicht blockiert. Das heißt auch, als Trainingspartner sollte ich denn meinen Trainingspartner motivieren, mehr zu bewegen, intensiver zu trainieren, und dazu muss ich mich nicht perfekt mit ihm verstehen. Dazu ist sogar zum Vorteil, wenn man sich nicht ganz so gut versteht, wenn ein kleines bisschen dieses Konkurrenzdenken da ist, dann ist das perfekt. Ein Trainingspartner ist auch nicht dafür da, beim Bankdrücken oder sonst eine Übung nach der 6., 8. Wiederholung zwei Übungen mitzuhelfen, sodass der Trainierende nur noch 60% Gewicht bewegt. Das macht keinen Sinn. Der Trainingspartner ist da zur Motivation und zur Absicherung. Und wenn ihr weiterkommen möchtet, beziehungsweise ihr trainiert alleine, ihr seid am Punkt angekommen, ihr kommt nicht mehr weiter, ihr seid auf dem Plateau, dann sucht euch vielleicht mal für eine gewisse Zeit einen Trainingspartner, checkt das ab, wie es läuft mit dem Trainingspartner, und ich garantiere, bei 80-90% aller, die das machen, die haben auf einmal wieder Fortschritte. Die sind auf einmal wieder auf dem nächsten Level, und da wollt ihr hin. Tipp für viele Fitnessstudios, wäre doch eine schöne Tafel. Eine schöne Tafel, wo jeder sein Wunsch hinhängt: ich bin um 17.30 Uhr trainieren, drücke auf der Bank so und so viel, mache Kniebeuge so und so viel, Kreuzheben so und so viel. Wer von euch hat Lust, mit mir dreimal, viermal in der Woche zu trainieren? Wäre eine tolle Sache. Und dann, spannend, eine sogenannte Trainingspartner-Rotation, dass man regelmäßig Trainingspartner austauscht, nach 6, 8 Wochen, nach 10, 12 Wochen, so wie ein Trainingsplan. Wow, ich bin mir sicher, dass da zum großen Anteil richtig gute Ergebnisse rauskommen würden. Was meint ihr dazu? Schreibt mir doch mal in die Kommentare ein, wie ihr das seht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ist auch für mich interessant. Lasst mich doch nicht immer nur labern, sondern hey, zeigt mal Einsatz. Klar dürft ihr natürlich auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, aber schön wäre auch mal, wenn ich unten drunter lese, was sagt ihr dazu? Ich höre natürlich viel von meinen Kunden, das Feedback von meinen Kunden, aber wäre mal interessant von Leuten, die ich nicht kenne. Ihr seid ja auch schon jahrelang am Trainieren zum großen Teil. Gebt mir doch einfach mal Feedback. So, das war's. Andreas Drienbacher, Personal aus Karlsruhe, aus Berner Schnellsprecher. Bis dahin, macht's gut. Weitere Infos bekommt ihr bei Facebook. Und zwar facebook.com/personaltrainer Karlsruhe.